Guten Morgen. Ich begrüße Sie zur Wirtschaftsdienstkonferenz 2017. Wir freuen uns sehr, dass wir in diesem Jahr die Konferenz mit dem Impulsbüro zusammen veranstalten und bedanken uns ganz herzlich bei Clemens Fuß, Gabriel Fröbermeier und Alexander Sandkamp für eine sehr gute Zusammenarbeit in der Vorbereitung. Herzlichen Dank auch an die Vertretung der Freien Hansestadt Hamburg, bei der wir heute zu Gast sein können und hervorragend betreut werden. Einige zentrale Phänomene zeigen auf, dass eine Neuorientierung auf den Weltmärkten stattfindet. Das Vereinigte Königreich muss neue Handelspartner finden und machte sich rund um den Globus auf die Suche. Die USA haben klargemacht, Handelsabkommen nur unter der Überschrift America First. China und einige Schwellenländer mischen den Welthandel kräftig auf. Man weiß noch nicht, wo es endet, aber die Erwartungen sind hoch. Nach dem Ende des Sowjetreichs darf man gespannt sein, was mit den russischen Rohstoffen und dem riesigen Absatzmarkt passiert. Zurzeit wird es eher politisch vorangetrieben als wirtschaftlich. Die Rolle Russlands bleibt dabei unbestimmt. Die EU hat zunächst mal sich mit Japan verbündet. TTIP ist auf Eis gelegt. Der Ausbau der Handelsströme mit Russland ebenfalls. Was passiert jetzt weiter? Ein bisschen hat man den Eindruck, dass die EU eher reagiert als agiert, dass sie eher auf gute Gelegenheiten wartet, zum Beispiel Japan, oder dass sie die Bedingungen eher von außen diktieren lässt, als sich selbst wirklich zu positionieren, als eine Macht in der Weltszene. Zwei weitere Aspekte sind sicher interessant. Die Rolle der WTO als Organisator, als Moderator internationaler, multilateraler Handelsabkommen ist schwächer geworden. Wir beobachten kleinere Abkommen unter einigen, zwei, drei oder mehreren Partnern. Was heißt das eigentlich für den Welthandel? Wenn sich Länder zu Gruppen zusammentun, um zu kooperieren, heißt das gleichzeitig immer, dass andere draußen bleiben, dass sie nicht mitwirken dürfen. Was bedeutet das langfristig für die Verteilung der Vorteile aus dem Welthandel? Nicht erst seit den jüngeren Arbeiten von Milanovic und Stieglitz wissen wir, dass nicht automatisch die Vorteile des Welthandels gleich verteilt sind. Was können wir dazu sagen, wenn wir uns die neue Gemengelage anschauen? Diese und viele andere Fragen sind heute zu stellen. Genaueres darüber wissen unsere Experten, die zum Teil von weit her gekommen sind, um hier die Fragen, die ich gestellt habe, und viele andere zu erhellen. Ich gebe jetzt weiter an Herrn Felbermeier, der Sie in die Konferenz einführen wird, und freue mich auf einen spannenden Tag. Vielen Dank.